Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Monotonieverhalten. Was du bereits wissen solltest, ist, was eine Folge ist. Unsere Ziele für dieses Video sind, die Bedingungen für das Monotonieverhalten von Folgen zu erklären. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, dass eine Folge streng monoton wachsend ist? Eine Folge ist streng monoton wachsend, wenn a1 plus 1 größer ist als a1 für jedes n größer gleich 1. Das bedeutet, dass ab dem zweiten Folgenglied jedes nachfolgende größer ist als das vorherige. Eine Folge ist monoton wachsend, wenn an plus 1 größer gleich an ist für jedes n größer gleich 1. Das bedeutet, dass ab dem zweiten Folgenglied jedes nachfolgende Folgenglied mindestens so groß ist wie das vorherige. Eine Folge ist streng monoton fallend, wenn an plus 1 kleiner ist als an für jedes n größer gleich 1. Das heißt, dass ab dem zweiten Folgenglied jedes nachfolgende Folgenglied kleiner ist als das vorherige. Und eine Folge ist monoton fallend, wenn an plus 1 kleiner gleich an ist für jedes n größer gleich 1. Das bedeutet, dass ab dem zweiten Folgenglied jedes Folgenglied höchstens so groß ist wie das vorherige.